wir haben eine neue Box gekriegt. Die Brand News August Box, wie ihr sehen könnt, heiß und kalt. Ihr könnt ja schon ein bisschen was sehen, was da drin sein wird. Das ist wie immer der schöne Beileger. Da könnt ihr natürlich wieder den Text sehen, was das Thema der Box sein soll, warum sie das treffen, was die neuen Produkte so sind. Die lege ich mir mal an die Seite, damit ich euch auch ein bisschen was sagen kann. Und wir schauen einmal, was denn so drin war. Und was ihr so reinlacht, ist schon mal die neuen Valensina-Getränke mit Benjamin Blümchen für Kinder gedacht. Ein Fruchtmix mit Karotte, ohne Zucker, Zusätze, muss man sagen. Nicht ohne Zucker, sondern ohne Zusatz und Süßungsmittel. Ihr seht, vegan, Nährwerte und hier natürlich, was da so drin ist. Und hier steht jetzt auch nochmal erwähnt, ohne Zuckerzusatz, weil halt von Natur aus Zucker natürlich in den Sachen drin ist. Valensina schmeckt ja eigentlich auch immer. Gibt es auch noch in der zweiten Sorte. Da ist dann das Bibi und Tina Geschichte drauf. Da ist es ein roter Fruchtmix mit schwarzer Karotte. Ja, schwarzer Karotte. Ich muss gerade nochmal nachlesen, ob ich mich nicht verlese. Da sind die auch die Nährwerte. Und die Zusammensetzung. Diese schönen Getränke gibt es jetzt seit Mai 2018 und die Flasche kostet euch 1 Euro, oder nee, 99 Cent, die ich mich hier vertue, und müsste auch pfandfrei sein. Genau, es sind auch pfandfrei. Und dann schauen wir weiter. Was können wir denn schon als nächstes nehmen? Und zwar den schönen 28 Black Energy Drink. Absolut Zero, also zuckerfrei mit Guave, Passionsfrucht. Bei Energy Drinks gibt es ja genug zur Auswahl heutzutage. Ihr habt auch wieder die Nährwerte, ist mit Süßungsmitteln natürlich, darum zuckerfrei. Ganz ohne Zucker würde die, glaube ich, die auch nicht so wirklich schmecken. Da kostet die Dose, muss ich einmal klären, 1,74 Euro. Da müsst ihr natürlich den Pfand drauf rechnen. Und gibt es seit Januar 2018. Dann ist hier hinten noch ein schönes Salz. Davon hatten wir schon mal eins in eins der anderen Boxen. Das ist jetzt die Version mit Chili drin. Grobes Salz mag ich auch ein bisschen mehr. Okay, vegan. Sollte es, glaube ich, bei Salz auch sein. Genau, da habt ihr das nochmal mit drin sind. Mühlensalz ist auch ganz interessant, aber die grobe Körnung finde ich schon mal besser als die feine. Dann natürlich die Zutat, auch ein bisschen Knoblauch. Also das ist immer gut. Also werde ich direkt mal ausprobieren, wenn wir wieder was am Kochen sind. Da kostet diese kleine Packung, gibt es seit Mai 2018, die kostet 2,29 Euro. Ist also vom Preis auch okay. Wenn man die jetzt so aufmacht oder wenn ich sie aufkriege, seht ihr, das sind mit so ganz normalen Streuer. Hier seht ihr auch so ein bisschen die Chili-Flocken. Ja, was haben wir noch Schönes für euch? Marmelade. Marmelade war dabei. Leider haben wir wohl so den Pechgriff gemacht. Das ist nämlich ein Oder-Produkt. Also Mühlenhäuser. Habe ich so vorher auch noch nicht gesehen, die Marke. Ist mir noch nie im Regal aufgefallen. Jetzt seht ihr das auch. Kiwi-Holunderblüte. Ist boah, vielleicht speziell. Also ich bin jetzt nicht der Riesen-Kiwi-Fan. Also was ich mag, ist Kiwi hier beim Eis. Dieses aus der Tube, was man so aus Eis machen kann. Das finde ich ganz lecker. Aber normal so Kiwi als Marmelade mit Holunder in der Kombination kann gut sein, muss nicht gut sein. Jetzt verliert mir hier der Fokus ein bisschen. Kommt er wieder? Ja, zieht sich wieder. Da seht ihr es auch, ist mit Rohrzucker gesüßt. Kiwis, Holunderblüten, Nährwerte, alles dabei. Jetzt steht nochmal die Rohrzucker, genau Zusammensetzung, dass ihr das auch habt. Also das ist schon fair angegeben. Man hätte, also oder sagen wir mal so, 1,80 Euro kostet dieses Glas. Gibt es schon seit November 2017, ist ein Relaunch gewesen, also gibt es schon länger, wurde, denke ich mal, im Design ein bisschen angepasst. Hätte man auch noch Brombeere haben können, glaube ich, oder Blaubeere, Himbeer und Aprikose, Pfirsich. Da finde ich, haben wir wirklich den Pech gehabt. Mal gucken, wer das haben möchte, sonst geht es ins Büro. Wir werden es einfach mal probieren. Und dann ein Bier. In der schönen kleinen maurerhandlichen Flasche, würde ich schon was sagen. Das Oettinger Radler Naturtrüben. Radler geht an sich immer. Wie gesagt, steht auch, wie ich sage, nie viel drauf. Das ist eine 0,33er Flasche. Hier sind die Zutaten. Wie gesagt, nichts Besonderes, finde ich jetzt. Geht halt immer. Oettinger ist jetzt nicht so das Teuerste, muss man auch wirklich sagen. Diese kleine Flasche, wer hätte es gedacht, gibt es seit Juli 2018 und kostet 30 Cent. Also wenn eine Bierflasche 30 Cent kostet, wenn ich immer so ein bisschen, also es muss ja auch ein bisschen Qualität hinterstecken. Und Qualität kostet, finde ich, auch ein bisschen. Aber naja, was haben wir hier noch? Risotto. Risotto mit Tomate und Nuss. Also hier unten könnt ihr das nochmal sehen. Es ist ein Risotto mit Karotten, Tomaten und Haselnusskörnern. Das ist eigentlich mal ganz interessant. Ich bin jetzt nicht so der Fan von, muss man sagen, Nüssen im Essen.
Aber ihr habt dann noch ein bisschen die Sachen draufstehen, die Zubereitungsart. Also 12 Minuten sollte es ungefähr brauchen. Also wenn ich Risotto mache, brauche ich meistens länger als 12 Minuten. Wo haben wir denn hier die Zutaten? Ah, genau, hier haben wir die Zutaten noch mit draufstehen. Damit ihr die auch gut habt. Und die Nährwerte müssten auch hier irgendwo verpackt sein. Dazu suche ich mal auf den schönen Zettel, was der Spaß denn kostet. Da hätte es nämlich 2 Versionen von gegeben. Die andere Version ist mit Zucchini und noch was. Das kann ich leider nicht so gut erkennen. Kostet 2,49 Euro. Gibt es aber schon ein bisschen länger. Hier ist keine Angabe, wie lange es die schon gibt. Also mal schauen. Was haben wir noch? Was ist das Schönes? Mentos. Keine neue Sorte. Die klassische Sorte Minze gibt es mit Hey Say Hello Smileys aufdrucken. Also, wer Mentos kennt, wird hier keinen Unterschied haben zu den Bekannten, die er schon kennt. Na, der Fokus versucht sein Bestes der Kamera. Wie gesagt, ich nehme das ja mit dem Handy auf. Wir haben heute mal ein Stativ hingestellt. Wir müssen da noch ein bisschen rumtesten. Aber ich glaube nicht, dass es, ihr seht ja gerade, wenn ich den Fokus versuche noch zu ziehen. Ja, ein bisschen was könnt ihr lesen. Jetzt geht es wieder ein bisschen besser. Jetzt ist es wieder weg. Ihr kennt Mentos. Ist nichts Besonderes. Man sagt, die gibt es jetzt seit August 2018, also in diesem Design. Kostet 65 Cent die kleine Packung. Was haben wir noch? Das hatte ich schon zum Weiten gesehen, schon als ich die Box aufgemacht hatte. Ein Nougat, was auch wirklich schick von der Packung gelungen ist. Also das fällt schön auf, das sieht schick aus. Diese kleine Packung gibt es ab sofort. Da ist kein Datum angegeben. Also ab sofort scheint wohl jetzt wirklich ganz frisch in den Handel gekommen zu sein. Ihr habt auch die Nährwerte natürlich. Kommt aus Holland. Und kostet 1,29 Euro. Was das geschmacklich kann, das müssen wir testen. Das seht ihr dann auf Instagram wieder ein bisschen mehr. Weil hier sind wir noch nicht so weit, dass wir jetzt für jedes Produkt auch einen Geschmackstest machen. Ich möchte euch jetzt nicht alles aufreißen, weil wenn ihr unsere Süßigkeiten-Schublade seht, die irgendwo da hinten ist, die ist jetzt nicht hier zu sehen, die müsste ich erst auf die Kamera richten. Dann seht ihr aber auch, dass der Fernseher nebenbei an ist. Was haben wir denn noch? Wir haben leider mal wieder ein Pema-Brot. Hier muss man aber sagen, das ist das Good News-Produkt, weil ich bekomme immer die Good News-Box. Das heißt, für jede Box, die ich bestelle, kriege ich ein Zusatzprodukt. Dafür gehen aber auch 1 Euro mehr an die Aktion, dass Kinder eine warme Mahlzeit bekommen. Dieses Pema-Brot, wie gesagt, ist nicht so unser Fall. Ich gebe das meistens ins Büro, die Jungs im Büro oder die Mädels, die freuen sich. Und dann verkommt das bei uns nicht. Zur Angabe zu einem Brot kostet 1,59 Euro in der abgepackten Form und gibt es, glaube ich, schon, ich weiß nicht wie lange. So, was haben wir noch? Filzer. Ein Filzerspritzer Passionsfrucht. 15 Kalorien. Das ist ja für viele auch schon mal ein Argument. Pfand natürlich mit drauf. Unser Kalorienarm gleich Spritze. Wo sind die Zutaten? Die haben wir sie. Ihr könnt da gut die Zutaten sehen, was da so drin ist. Diese kleine Flasche in der 750ml Version gibt es seit März 2018, also so relativ aktuell noch. Kostet 70 Cent, zusätzlich Pfand natürlich. Also kann man probieren, ich bin mal gespannt. Schmeckt eigentlich immer sehr angenehm. Was haben wir noch? 3 Sachen haben wir noch für euch, oder 4 sind. Nudeln, jetzt muss ich ein bisschen nach hinten schieben, die sind nämlich so groß, dass ich die dann auf die Linse kriege, wenn ich das Stativ hier stehen habe. Goldeiland-Nudeln, gedrehte Bandnudeln. Dann habt ihr hier natürlich wieder Zutaten. Es ist wirklich aus Frischei gemacht. 20% Hartweizen für die Zubereitung. Was immer schade ist, darauf achte ich immer ein bisschen, ob das Eier aus Boden- oder Freilandhaltung sind. Hier sind es auch Bodenhaltungseier. Natürlich Frischeier, Frischhaltung oder Freilandhaltung ist immer schwierig zu finden, außer vielleicht auf dem Markt direkt oder beim Bauern. Da habt ihr auch die Zutatenliste. Diese Packung gibt es seit Juni 2018, also genau in dieser Form. Und kostet 1,59 Euro. Und dann haben wir noch Leibniz-Kekse. Die gibt es aber schon ein bisschen länger in dieser Form. Das waren die Justice League Edition. Also der Film ist ja schon ein bisschen her. Diese in dieser Keksversion, jetzt muss ich einmal schon auf meinen schlauen Zettel gucken, gibt es seit Januar 2018. Also sind die klassischen Leibniz-Butterkekse, wie man sie kennt. Nur halt mit Aufdrucken. Hier habt ihr auch die Nährwerte. Also wer sie kennt und mag, macht hier nichts mehr falsch.
Für mich wäre es jetzt kein Kaufgrund, das ist glaube ich eher für Kinder was. Also ich würde mir einfach die klassischen Kekse kaufen. So eine Packung kostet für 125 Gramm 1,29 €. Und dann haben wir noch zwei letzte Sachen für euch. Dann ziehe ich mir die Box mal ein bisschen ran. Da haben wir nämlich zwei Riegel von Mutlaben. Name muss speziell, es sind Ballonsnacks. Einmal in der Joghurt-Müsli-Geschmacksrichtung und einmal in der Erdbeer-Vanille. Da haben wir einmal, das habe ich vielleicht zu schnell gedreht, das ist die Müsli-Version. Habt ihr hier natürlich auch die Zutaten, wenn ich sie sehen kann. Wo sind denn die Zutaten versteckt? Sind hier drunter? Ja, das ist ja immer beim Müsli-Riegel so ein bisschen speziell. Da muss man ja fünfmal umklappen. Da sieht man schon, das ist für so einen kleinen Riegel, finde ich immer relativ viel, was da drin ist. Das könnt ihr hier auch sehen. Das ist ja wirklich eine relativ lange Liste. Da habt ihr die Nährwerte. Ein so ein Riegel, kann ich euch schon mal sagen, kostet 89 Cent. Wie die schmecken, müssen wir dann mal schauen. Ich bin jetzt nicht einer gerade, der die testet. Das macht dann eher meine Freundin, unsere Testküche auf Instagram. Mich findet ihr unter Foodschau, sie ja unter unsere Testküche. Hier die Version nochmal mit Erdbeer-Vanille, was da so drin ist. Das könnt ihr, denke ich, mal gut erkennen. Und die Nährwerte natürlich. Ja, und das war dann schon alles. Das war die aktuelle Box von Brandmus mit dem Thema heiß und kalt. Obwohl ich mir dann manchmal so frage, sagt, wenn man das in dieser Form so macht, bei heiß und kalt hätte ich jetzt so gehofft, wenn es ein Thema hat, so eine Box, dass die Produkte auch heiß und kalt sind. Aber an sich kann ich mir Nudeln warm machen und das Risotto. Und der Rest ist kalt, der hier so drin ist. Ich weiß nicht. Ob das so, ob diese Themen ein bisschen untergeht, ob das eher monatgezogen ist. Es sind interessante Produkte. Es ist jetzt nichts, was ich mir bisher so gekauft habe. Also was ich jetzt davon kenne, bis auf die Butterkekse. Und den Rest hätte man sich auch schon mal geholt. Aber wir schauen einfach mal. Und auf was man noch hinweisen kann, es wird jetzt im Laufe des Septembers die erste Sally-Box geben. Da wird nämlich eine Kochbox kommen, von einer guten Dame Sally inspiriert. Mit verschiedenen gekühlten Produkten. Ihr seht auch, die Box ist relativ groß. Preis 22,99 €, wenn man Abonnent ist, für 19,99 €. Gibt aber immer wieder Aktionen, dass ihr die auch für 19,99 € bestellen könnt. Ja, da bin ich mal gespannt, weil diese gekühlten Produkte meist so immer das Highlight bei Brand News sind. Weil da kriegt man echt Sachen, die man sonst nie so oft bekommt. Aber wir schauen einfach mal. Na gut, dann war's das. Wir schauen bis zum nächsten Video. Ich sag, Instagram findet ihr mich eher unter Foodschau. Da bin ich auch aktiver, da seht ihr da jeden Tag teilweise in der Story was oder in einem ganz normalen Profil. Oder ihr schaut einfach mal hier weiter auf YouTube vorbei. Er sagt, das wird jetzt ein bisschen mehr ausgebaut und dann schauen wir einfach weiter. Dann danke fürs Zuschauen. Ciao.